Und dann, Vater, war der Traum von Rapture ausgeträumt. Du hast mir beigebracht, dass Böse nur ein Wort ist. Näher betrachtet ist es einfach ein Schmerz. Für dich, Vater, war Mitleid ein Sieg. Du hast dich geopfert, du hast gelitten und, wenn sich die Gelegenheit bot, hast du vergeben. Immer. Mutter glaubte, diese Welt sei rettungslos verloren, aber sie hat sich geirrt, Vater. Wir sind Utopia, du und ich. Und indem wir ihr vergeben, lassen wir ihr die Tür offen. Raptures Traum ist ausgeträumt, aber im Erwachen werde ich neu geboren. Die Welt ist noch nicht bereit für mich, aber hier bin ich. Die Gefahr wäre groß, sie falsch einzuschätzen. Du bist mein Gewissen, Vater, und ich brauche dich. Du musst mich führen. Du wirst jetzt immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Und wenn ich dich brauche, wirst du mir über die Schulter ins Ohr flüstern. Wenn Utopia kein Ort ist, sondern ein Volk, dann müssen wir sorgfältig wählen, denn die Welt wird sich ändern. Und in unserer Geschichte war Rapture erst der Anfang. Ach ja, ich bin ein bisschen ergriffen gerade. Das war auf jeden Fall Bioshock 2. Ach du heilige Scheiße. Da sind wir jetzt also doch durch nach knapp 5 Stunden Aufnahmezeit. Ich hätte es nicht gedacht. Ich wusste, ich zieh's durch. Daniel Lamp. Hier den Credits Daniel Lamp. Nanü, Daniel, nanü. Tja, was soll ich sagen? Bioshock 2. Am Anfang ein bisschen frustrierend, wenn man blind reinkommt und so weiter. Aber trotz der erstmal anfänglich unfairen Momente beim Adam-Ernten, und ja, sie sind anfänglich unfair, wenn man das erste Mal spielt und keine Ahnung hat, aber nichtsdestotrotz, es entwickelt sich zu einem unfassbar geilen Game. Am Ende war es im Verhältnis zum Anfang fast schon zu leicht, weil man alles hatte und konnte. Also im Fazit war das Balancing vom Spiel ähnlich wie beim ersten Teil, war das Problem, man upgradet immer die ganze Zeit und so weiter, auch wenn man die Little Sisters rettet nicht ausbeutet, dann wird es gegen Ende des Spiels auch immer leichter, immer leichter, immer leichter. Und selbst jetzt gerade sind wir am Ende vielleicht nochmal gestorben im Endkampf, aber trotzdem im Vergleich zum Anfang war das einfach gar nichts. Da sind wir halt durchgesegelt, gerade mit den vielen Fähigkeiten, mit der Hypnose und so weiter und so fort. Der Speer war auch ein bisschen übermächtig, so Kopfschuss weg,
Das war schon ziemlich... Oh, die geilen Schönheiten hier. Miau. Naja, auf jeden Fall, das war Bioshock 2 und ich muss sagen, er muss sich auf gar keinen Fall hinter Bioshock 1 verstecken. Natürlich, Bioshock 1 war die Story vielleicht noch ein bisschen tiefer und wenn man da noch ein bisschen drauf achtet, war die noch ein bisschen mehr, naja, ineinander verschachtelt und so weiter. Bei Bioshock 2 war es doch sehr auffällig oder viel, viel offensichtlicher gestaltet, aber dafür auch dort wieder mit vielen geilen Elementen, wie zum Beispiel einfach mal eine Little Sister sein eine Zeit lang und zu sehen, wie die Little Sisters die Welt wahrnehmen und so weiter und so fort. Mit den Big Sisters sich zum Schluss dann auch mit der eigenen Tochter zu verbünden, also die ja gar nicht die eigene Tochter ist, aber als Big Daddy natürlich schon. Das war natürlich auch ziemlich cool, einfach Seite an Seite zu kämpfen, muss ich sagen. Auch mit den Brutes hier, wie man gerade im Bild sieht, mit dem schicken Outfit. Ich frage mich, wer das näht in den Übergrößen. Aber auch das war sehr, sehr cool. Hat alles im Allen extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Bioshock 2, ein Titel, den ich nur empfehlen kann. Tja, und Bioshock Infinite, da werden wir mal gucken, wie wir das machen. Das will ich auf jeden Fall natürlich auch mitnehmen. Am liebsten würde ich es direkt zu Release mitnehmen, aber da bin ich leider gerade in the Ausland. Das heißt, wir werden ein paar Tage später starten. Das tut mir furchtbar leid, es ärgert mich auch ein bisschen, muss ich zugeben. Weil das würde ich am liebsten sofort mitnehmen. Sofort! Aber was willst du machen? Da muss ich mich selber ein bisschen gedulden. Da werde ich dann zappelig da irgendwo sitzen und denken, ach Mensch, jetzt aufnehmen, das wäre geil, während ich an meiner Kokosnuss schlürfe unter Palmen. Ja, so wird es nämlich sein. Hier, Special Thanks, scrollen wir nochmal durch. Und was soll ich sagen? Mein Special Thanks geht natürlich wie immer an, ganz besonders an euch. Vor allen Dingen für die Geduld, gerade am Anfang, als ich mich ein bisschen dämlich angestellt habe, weil ich noch sehr in Bioshock 1 drin war und da nicht loslassen wollte von meinem Spielprinzip. Aber so bin ich eben, ein alter Sturkopf. Aber da hat es dann doch ganz gut geklappt. Ja, vielen Dank für die Geduld, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank überhaupt für alles andere natürlich auch. Und vielen Dank an 2K und an alle sämtliche Entwickler für ein unfassbar geiles Spiel. Mal wieder absolut würdig der Bioshock-Reihe. Obwohl es ja hieß, der soll ja nicht so geil gewesen sein wie der zweite. Zeitweise hieß es in der Presse sogar, er soll enttäuscht haben gegenüber dem ersten Teil. Aber ganz ehrlich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Auch zum Beispiel so Sachen, als die Lamp einfach mal einen Stadtteil geflutet hat und solche Dinge, wo man sich echt denkt, Alter, wie kann die nur? Oder wo sie ihre eigene Tochter erstickt hat. Alter, ich dachte, das geht nicht. Das kann die nicht bringen. Boah, das Bild hier gerade. Bäh. Tja, Bioshock 2. Da bin ich mal gespannt, was wir als nächstes angehen. Das weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Weil jetzt muss ich ja, jetzt würde ich ja gerne noch ein Ersatzprojekt finden oder vielleicht lasse ich auch einfach mal ein paar Tage weg, weil ich muss ja jetzt für den Urlaub im Voraus aufnehmen. Das wird sowieso noch viel genug werden. Ich frage mich, wie das Ende gewesen wäre, hätten wir die Alte hier umgebracht, hätten den Mörder leben lassen und auch noch dem Typen da im Glas, der wollte, dass wir ihn erlösen. Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant geworden, aber vielleicht hat er uns dann angegriffen gegen Ende. Das wäre auch mal spannend. Hätte man den Typ am Ende leben lassen, diesen Fetten im Glas. Oh, geil hier. Hat ein bisschen Hüftspeck, der da rausguckt. Aber sonst total sexy. Auch die Beine. Die hasse ich ja. Gut, wir sollen ihr vergeben. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Vergeben, aber nicht vergessen. Gut für Utopia und für die Tochter vergeben wir ihr natürlich. Und ich bin mal gespannt. Bioshock Infinite ist ja dann über den Wolken. Das ist ja nicht mein Rapture. Und ich frage mich, ob es deswegen Bioshock Infinite heißt, damit es nicht Bioshock 3 heißt, der vielleicht doch irgendwann mal wieder in Rapture stattfindet. Und ich hoffe, es gibt mal irgendwann so einen Bioshock-Teil, der tatsächlich... Huch, interessante Masken. Ich hoffe, es gibt mal einen Bioshock-Teil, einen Bioshock 3 zum Beispiel. Ein Teil, der tatsächlich dann in der Zeit vor der Wandlung stattfindet. Ne, also in der Zeit, bevor alle Böse uns gespliced wurden, so dass man dann zum Beispiel auch als Big Daddy oder einfach nur als, boah, als Fontaine wäre auch mal super interessant, aber kannst du nicht bringen, glaube ich. Als ganzes Spiel nur der Böse zu sein, geht, glaube ich, nicht. Als Andrew Ryan geht, glaube ich, auch nicht. Aber vielleicht wieder als irgendeine andere Geschichte, die in Rapture stattfindet, vielleicht vor der großen Verwandlung, wäre mal mega spannend. Die Frage ist, wer uns dann angreift, gegen wen wir dann kämpfen, weil die Splicer ja doch so ein bisschen dieses Horrorszenario bieten. Ach, das sind die Houdini-Splicer mit so einem Turban auf dem Kopf. So habe ich die gar nicht in Erinnerung, ehrlich gesagt. So schon eher.
Alter, wie viele Leute da auch wieder mitgewirkt haben, ist ja fast schon unverschämt. Der Soundtrack, Gary Schümann, unglaublich guter Mann, der Soundtrack, unfassbar gut, unfassbar gut. Auch die alten 50er Jahre, die dazwischendurch in Ladescreens, unfassbar geil ausgewählt, richtig schöne Lieder, die Atmosphäre immer noch extrem, extrem geil, immer noch so geil wie im ersten Teil, richtig gut wieder eingefangen, auch wenn es ein anderes Entwicklerstudio war, trotzdem noch sehr, oh, ich habe mich gerade verliebt. Küsschen, 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 Spliced Housewife. Alter, er ist auch toll. Da mit der Nase und dann ganz rechts, weiß ich nicht, überhaupt nicht, was das sein soll. Und das hier ist so ein bisschen Planet der Affen. Dr. Cornelius, schnell! Ach, jetzt sehen wir noch die ganzen Instrumentespieler und so. Ich kann nicht so viel reden jetzt im Outro, weil mein Hals wieder kratzig wird. Weil ich ja jetzt schon 5 Stunden Bioshock aufgenommen habe und davor nochmal 4 bis 5 Stunden Left 4 Dead. Also, man kann sagen, ganzer Arbeitstag sozusagen aufgenommen. Rund 10 Stunden lang Aufnahme heute hinter mir. Das ist ja unfassbar. Und trotzdem macht es Spaß. Das glaubt einem ja keiner. Das Zocken macht Spaß. Ich habe aber Angst, wenn ich jetzt gleich schneiden muss. Ich muss jetzt 5 Stunden Material schneiden. Mit Filtern, mit allem drum und dran und so weiter. Und das noch durchrendern. Das heißt, morgen der Tag ist geliefert, weil ich da wahrscheinlich komplett nur durchrendern werde. Ach du Scheiße, ich komme mit Rendern gar nicht mehr hinterher. Copyright 2009. Alter, 4 Jahre ist das schon her. 4 Jahre. Endloser Dank an Tom und Jane Häuser für ihren Support. Und natürlich an Ben, Matt, Brian, Annie, Jean-Paul, Gabes, Matthew, Shane, Tracy und alle anderen wunderbaren Freunde und Familienmitglieder. An Michelle und an 2K Marine und an Mark und Madeleine und an Annie, Xander, Dex, Zoe und Magoo. Das sind nämlich die Besten. Und auch an Cassie und auch an Keith. Und an Team Seaslug und an die Frau Akio und so weiter und so fort. An Emily, Jess, Emily, Olivia. Thanks to the Lamp Family. Was? The Lamp Family? Was? Ich weiß ja nicht. And Anarchy for the Lulz. My little bean, Charlotte. Ach, ist das süß. Mate Lee for being the man. Couldn't have done it without you. Ich liebe diese Danksagung. Ich finde das so schön. Ich finde das auch so eine schöne Tradition. Und so eine schöne Gelegenheit, dass die Programmierer das auch einbauen dürfen, dass sie zum Schluss sich nochmal zusammensetzen und dann die ganzen Danksagungen zusammensammeln und die auch noch einbauen, das finde ich richtig, richtig, richtig schön. Thank you to Kylia for putting up with all the talk of Rapture, Big Daddies and Little Sisters. You are my best friend and I love you with all my heart. Ach, Liebeserklärung auch noch. Ach, das ist so schön. Ach, das ist so schön. Team Seaslug. And his grandfather, a Navy Gunner, World War II, who was the definition of a man's man. Ach krass. Ist schon krass, was hier teilweise drin steht. Deswegen, ich lese mir diese Danksagung, lese mir eigentlich mit am liebsten durch bei den Credits. Und ja, ich lasse Credits immer durchlaufen, grundsätzlich. Weil ganz ehrlich, man muss das Programmierteam auch honorieren. Viele Leute laden sich die Spiele runter, viele bezahlen gar nicht erst dafür. Und selbst wenn man den bezahlt, bla bla bla, aber man sieht immer gar nicht, was für eine Arbeit und was für eine Manpower dahinter steckt. Und was für eine... Ich sag mal, Dedication, was für eine, ne, wie man sich selber dem Ganzen widmet, wie viel Herzblut da drin steckt von den Menschen. Und auch in diesem Let's Play natürlich ein bisschen. Sonst hätte ich keine 5 Stunden aufgenommen. So, aber natürlich nicht halb so viel wie von den Programmierern, Grafikern, Designern und so weiter. Tja, und das, meine Freunde, das war Bioshock 2 und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei Bioshock Infinite, auch wenn es ein paar Tage später starten wird, als Release ist. Aber wir werden es definitiv spielen, da werde ich mal gucken, dass ich mir das gleich nach dem Urlaub schnappe. Und dann werden wir da mal durchzimmern wie nichts Gutes. Also natürlich mit viel Zeit und mit viel Freude und ein bisschen Späßchen natürlich wieder auf den Lippen. Ein fröhlich Liedlein, während wir durch luftige Gefilde düsen werden. Und ich habe so, das, was ich gesehen habe, ich habe mich noch nicht allzu sehr gespoilert, aber Bioshock Infinite soll sehr, sehr, sehr actionlastig werden, viel mehr als Bioshock 1 und 2 oder zumindest so von dem, was da passieren wird, was ich da bisher gesehen habe, aber das war noch nicht allzu viel und natürlich in den Trailern hat man natürlich wieder den größten Teil von dem gezeigt, was da so geht. Und wir sehen jetzt einen kleinen Einblick, einen kleinen Rückblick auf Bioshock 2. Habe ich das eigentlich in der ersten Folge schon drin gehabt hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wollte nicht spoilern. Ich erinnere mich genau an Tea Garden, erinnere ich mich auch noch. Ach ja.
daran... Ach doch, das war die beschissene Stelle, da wo ich am schlechtesten gespielt habe, deswegen. Und natürlich an Big Daddy's Little Sisters unvergessen. Ach, war das schön. Huch, das ging aber schnell. Na gut, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Vielleicht sogar streckenweise ein bisschen mehr, weil ich teilweise ja wirklich eine Katastrophe zusammengespielt habe. Aber man musste sich wirklich strategisch erstmal finden im Spiel. Wenn man das hingekriegt hat, wurde es wesentlich leichter. Und zum Glück, zum Schluss durch die ganzen Power-Ups, wie gesagt, Piece of Cake fast schon. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ein super geiles Spiel. Eine Geschichte zum Nachspielen und so weiter und so fort. Und ich würde am liebsten jetzt, wo die Eleanor dann zum Schluss überlebt hat, wo wir unser Leben für sie gegeben haben, ich hätte ja am liebsten noch gesehen, was dann aus ihr geworden ist. Aber vielleicht werden wir das noch irgendwann erfahren. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Let's Play und ihr bleibt mir gewogen. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis bald mal wieder. Tschüssikowski von eurem Gronkh. Adieu.